Hi Stefan. Hi. Servus. Wir sind ja heute bei OneFootball mit den Jungs von Impact. Habt ihr bestimmt alle während der Europameisterschaft schon gesehen und gehört von. Ja? Die liefern die Packing-Rate, die sehr interessant ist und die ist auch sehr interessant für uns. Vielleicht zum Anfang, zur Einleitung, zwei, drei Sätze. Was genau ist Packing und warum ist es so interessant? Ja, wir haben angefangen, Passstatistiken uns genauer anzugucken, wie Ballbesitz, Passquote, und haben gemerkt, dass es sowohl auf Mannschaftsebene als auch auf Spielerebene leider nicht so aussagekräftig ist. Als Zuschauer kennt man es ja auch, wenn eine Mannschaft permanent in der eigenen Verteidigung den Ball hin und her laufen lässt, dann hat sie zwar eine super Passquote, gute Ballbesitzquote, aber wird vielleicht kein Tor schießen, weil sie gar nicht in entscheidende Räume kommt. Und das haben wir eben versucht, über diese Idee Gegner überspielen ein bisschen aufzufangen, wo ich dann sehen kann, wenn ich diesen Traumpass spiele, vielleicht auf meinen Stürmer, der dann frei vom Tor steht, habe ich den besten Pass gespielt, weil ich alle 10 Gegner übergespielt habe. Ja. Die habe ich dann quasi gepackt und aus dem Spiel genommen. Das heißt, im Prinzip ist es eine Methode, um zu sehen, welche Mannschaft in interessante Räume gekommen ist. Okay, cool. Jetzt hast du uns eben schon verraten. Ich habe es eben selber gedacht, dass Deutschland gegen Frankreich die bessere Mannschaft war. Jetzt habt ihr uns eben verraten, das war nicht so. Leider war Frankreich besser, weil Frankreich mehr Verteidiger überspielt hat. Genau, also von der Spielanlage war Deutschland schon überlegen. Es hat auch grundsätzlich mehr Gegner überspielt, also öfter die französischen Stürmer, auch öfter das französische Mittelfeld. Aber da, wo es dann wirklich torgefährlich wird, da ist Deutschland nicht so richtig in die entscheidenden Räume reingekommen. Frankreich hingegen mit ein paar wenigen Aktionen nur, aber mit ihren Kontern waren sie extrem gefährlich und konnten auch viele deutsche Verteidiger überspielen. Deshalb hätten wir nach dem Spiel leider sagen müssen, dass Frankreich schon am Ende irgendwie die gefährlichere Mannschaft war und nicht unverdient gewonnen hat. Na gut, dafür sind sie dann auch ins Finale gezogen. Ne? Ja, jetzt sitzen wir hier. Wir haben ein paar Fragen eingesammelt von dem OneFootball-Blogger-Netzwerk. Die reiche ich jetzt einfach mal weiter. Die erste Frage ist, bisher liegt der Fokus ja eher auf dem Passgeber, zumindest medial, was wir gesehen haben. Habt ihr da einen Wert, der uns ein bisschen mehr Aussage gibt bezüglich Passempfänger? Und wenn ja, wie wird das gemessen? Das muss ja schon fast eine Spielverlagerungsfrage sein, oder? Ja, die kommt von den Kollegen von Mirsan Roth. Okay, nicht schlecht. Ja, dann möchte ich es auch mit Thomas Müller beantworten vielleicht, wenn die Frage schon aus der Münchner Ecke kommt. Tatsächlich hatten wir jetzt bei dem ARD-Aufschlag haben wir uns sehr darauf fokussiert, auf den Passgeber, weil es auch am einleuchtendsten und am einfachsten ist. Für einen guten Pass brauche ich immer zwei. Ich brauche einen Passgeber und einen Passempfänger, deshalb ist die Frage sehr, sehr gut. Und tatsächlich messen wir auch, hey, wer ist denn der Spieler, der oft gute Pässe ermöglicht durch seinen Laufweg, weil er sich gut bewegt. Und da war Thomas Müller zum Beispiel in der letzten Bundesliga-Saison der stärkste Spieler. Und hat sich ja nicht umsonst auch als Raumdeuter selber bezeichnet, oder die Süddeutsche ihn auch. Von daher, Thomas Müller ist geschafft, dass mit ihm als Anspielstation die meisten Gegner überspielt werden konnten in der letzten Bundesliga-Saison. Ja. Lars Stindl war da auch sehr gut, jetzt bei der EM war Mesut Özil auch sehr gut, der es oft zwischen den Ketten schafft. Von daher ist das ein extrem aussagekräftiger Wert für Offensivspieler, die eben es überhaupt erst ermöglichen, dass man nach vorne kommt. Okay, cool. Also das ist dann durchaus auch erweiterbar und auf mehr anwendbar dann. Als nur der Passgeber. Du hast selbst die ARD-Berichterstattung erwähnt. Kurz, wie ist euer Feedback so? Wie ist es für euch so gelaufen? Die zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen, die Berichterstattung während der Europameisterschaft waren erfolgbestimmt. Ja? Ja, also grundsätzlich haben wir ja eine sehr breite Masse erstmal erreicht, was ja sehr, sehr positiv ist. In aller Munde. In aller Munde, ja. Ein kleiner Hype möchte man meinen. Ist auch klar, dass so ein Thema dann, gerade wenn es dann so eine breite Masse und so extrem auch gepusht wird, dass es dann mal so einen kleinen Punkt gibt, wo es vielleicht auch ein bisschen zu viel wird. Ich glaube, das ist total natürlich. Da wir eben so eine breite Masse erreichen mussten, haben wir es natürlich extrem vereinfacht. Ja. Gerade das, was du vorhin gefragt hast, es gibt auch einen Passempfänger. Ich kann auch gucken, okay, welche Gegner überspiele ich. Schaffe ich es auch in die letzte Linie, Verteidiger zu überspielen. Das heißt, da mussten wir unser Modell, sagen wir mal, für die breite Masse ein bisschen reduzieren. Trotzdem glaube ich, dass es insgesamt viele Leute jetzt die Idee Gegner überspielen und Packing auch verstanden haben, was jetzt erstmal für uns sehr positiv ist. Okay, cool. Die nächste Frage kommt von Spielverlagerung. Dann bin ich gespannt. gibt es Ansätze, einerseits Dribblings zu beachten? Vielleicht interessant beim Spieler wie Mesut Özil oder Eden Hazard auch. Ne? Und die nächste Frage, werden horizontale Pässe irgendwie berücksichtigt? Das heißt,
der Pass vor dem entscheidenden Packing-Pass. Ja, das hört sich nach einer Spielverlagerung an. vielleicht erstmal das Zweite. Für uns ist jetzt erstmal ein Querpass nicht interessant. Ich weiß, worauf die Jungs abzielen. Die Frage ist durchaus berechtigt. Ein Spieler, der es vielleicht schafft, aus dem Druck sich zu befreien, quer zu spielen, um dem nächsten Spieler eigentlich zu ermöglichen, dass er vertikal spielt, ist natürlich auch wichtig. Für uns ist erstmal die Schwierigkeit, diese guten Querpässe von den Querpässen, von den langweiligen oder von den nicht sinnvollen Querpässen zu unterscheiden. Von daher ist das ein nicht ganz einfaches Unterfangen, sage ich mal. Die zweite Frage. Dribbling. Dribbling ganz einfach. Für uns ist ziemlich egal, wie man es schafft, Gegner zu überspielen. Von daher ist der Dribbling-Wert bei uns mit in dem Gegner überspielen mit drin. Bedeutet, wenn du jetzt einen Traumpass spielst, wo du 10 Gegner per Pass überspielst, wie vielleicht ein Toni Kroos oder Mats Hummels, dann hast du 10 Gegner überspielt. Wenn Messi das schafft, weil er 10 Gegner ausdribbelt und frei vom Tor steht, dann hat er es über Dribbling geschafft. Okay. Im Prinzip ist es für uns egal, wie man es macht. Ob's kombinierbar auch, ne? Auch kombinierbar, exakt. Ja. Wir hatten eine Szene von Eden Hazard, wo er vielleicht am Anfang erst 3 Spieler überdribbelt und dann nochmal 5 überpasst, dann hat er 8 aus dem Spiel genommen, überspielt. Okay. Für uns ist es im Prinzip egal, wie man das macht. Deshalb, man kann es nochmal unterteilen und kann nochmal sagen, hey, ein Spieler, Karim Bellarabi, hat vielleicht 8 Verteidiger überspielt in der Saison, davon immer 3 über Dribbling. Aber im Prinzip ist erstmal dieser Wert Gegner überspielen, umfasst auch das Dribbling. Okay, cool. Die letzten beiden Fragen sind ein bisschen Bundesliga allgemeiner gehalten. Vielleicht basierend auf den Daten der zweiten Liga letztes Jahr und der ersten Liga letztes Jahr. Hast du einen Tipp für einen Überraschungskandidaten für die nächste Bundesliga-Saison? Was die Packing-Werte angeht oder neben den offensichtlichen vielleicht mit Dortmund oder Bayern, wer hat da überragende Werte? Das ist jetzt, glaube ich, kein ganz großes Geheimnis, dass Leverkusen auf jeden Fall schon im Fokus stehen wird, weil sie letztes Jahr schon Dritter geworden sind mit einer Mannschaft, die mit ganz vielen Verletzten, eigentlich mit einer Mannschaft, mit der sie gar nicht so oft gespielt oder spielen wollten. Von daher bin ich da gespannt, ob sie diese Qualitätssteigerung in der Mannschaft, ob es dazu führen wird, dass sie natürlich besser dastehen. Jetzt nur auf unsere Werte bezogen, ist auch da ein Sprung zu erwarten. Der Sprung ist auch zu erwarten beim FC, also bei der rheinländischen Vereine. Ich glaube, wenn man sich mit dem FC ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann kennt man die ganzen Unruhen bezüglich schiedsrichter Entscheidungen etc. In der letzten Saison. Und tatsächlich sind sie laut unserer eigenen Tabelle, sage ich mal, einen Tacken zu schlecht weggekommen. Okay. Von daher hoffen wir, dass beide rheinländischen Vereine vielleicht noch ein Stück weit Luft nach oben haben. Und die letzten beiden Fragen kommen von unserem Blog Schalke News. Neues Management-Trainer-Duo auf Schalke. Gut, jetzt messen wir da keine Packing-Raten. Ja? aber glaubst du mit den Daten, die ihr habt und auch einfach mit deiner Erfahrung, dass Schalke da vielleicht einen Angriff wagen kann und auch eine Chance hat, da einzudringen in das Trio Bayern, Dortmund, Leverkusen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Also ich glaube, dass sie sehr, sehr gute Leute geholt haben, sowohl im Management als auch sicherlich für die Mannschaft. Wenn wir unsere Daten jetzt einfach nur erstmal betrachten, hat Schalke letztes Jahr eine Schnittsaison gespielt und allein durch individuelle Qualität eigentlich schon eine bessere Platzierung erreicht. Okay. Von daher ist er auf jeden Fall Potenzial, dass man, wenn man bessere Leistungen erreicht, plus diese individuelle Qualität, dass man natürlich besser dastehen kann. Der Sprung aber zu Leverkusen und Dortmund ist relativ groß. Okay. Von daher erwarten wir das zumindest nicht. Tut uns leid, Schalke-Fans. kann trotzdem alles werden. Ne? Kann alles werden. Ansonsten, glaube ich, war es das, was die Fragen angeht. Natürlich, der Kollege Christopher, der den deutschsprachigen Blog This is Liverpool schreibt, der mit uns eben im Raum gesessen hat. Glaubst du, dass Emre Can Glaubst du, dass Emre Can eine Chance hat, Nachfolger von Basti Schweinsteiger in der Nationalmannschaft zu werden? Und wie sehen seine Werte aus? Also ehrlich gesagt weiß ich... Ehemaliger Mitspieler von dir? Ehemaliger Mitspieler, ja, auf jeden Fall.
also er kommt nicht auf die Werte wie jetzt zum Beispiel wie ein Toni Kroos auf der 6, ist ja auch schon ein Stück weit anderer Spielertyp, ist natürlich dynamischer, vielleicht auch ein Tacken zweikampfstärker, von daher eher so ein Box-zu-Box-Spieler. Laut unseren Werten hat er Stand jetzt dieses Niveau noch nicht. Von daher ist natürlich auch vielleicht jung, kann auch reinwachsen. Vielleicht ist er doch der Spieler, der vorher den horizontalen Pass zu Toni Kroos spielt, ne? Nachdem man einen Ball gewinnt. Das ist auf jeden Fall ratsam, den Ball zu Toni zu spielen. Das ist meistens eine gute Entscheidung. Okay, cool. Ich glaube, das war's für heute. Das wird. Danke. Ja. Dank dir. Gerne.